Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute gebe ich ein Update zu meinem Video, was ich am 27.02. veröffentlicht habe, raus. Wie ihr seht, da habe ich auch eine Aufzeichnung von unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Messungen mit dem K-Scanner gemacht, also mit 50, 70, 80, 90, 100, 110 Stundenkilometer. Im Update zeige ich nun mit neue Diagramme und korrekte Berechnungen. Warum kommt es zu diesem Update-Grund? Also im Diagramm zum Schluss, wo ich dann zusammengefasst habe, die Tests mit Min, Max und Schnitt und Durchschnitt, habe ich fälschlicherweise die Daten vom K-Scanner angenommen, dass diese Kilowattstunden sind, was aber nicht der Fall ist. Deswegen in diesem Fall K-Scanner misst oder gibt die Daten in Kilowatt aus, also in die Leistung aus, Englisch Power. Deshalb ist diese Grafik nicht korrekt. Und ich habe dieses Diagramm jetzt nun überarbeitet und mehrere weitere Diagramme zu diesem Test veröffentlicht, damit das alles nochmal klarer werden sollte. Im Sommer oder in zwei, drei Monaten schon werde ich einen weiteren Test durchführen und mit den gleichen Diagrammen, und da kann man dann sehen, was da die Werte sind. Ich denke mal sicherlich, vor allem ohne Dachkoffer, wesentlich besser. Grundprinzip ist jetzt mal zum Beispiel 50 Stundenkilometer habe ich im Schnitt geschrieben, das braucht 7 Kilowattstunden. Aber korrekt ist hier in dem Fall bei 50 Stundenkilometer werden dann mit Leistung 7 Kilowatt verbraucht dann in der Stunde schon 7 Kilowattstunden. Aber dabei bin ich nur 50 Kilometer gefahren und nicht die 100 Kilometer. Nach 100 Kilometer sind es also das Doppelte. Dann komme ich auf die 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und dann ist das Gesamte besser vergleichbar. Sozusagen, wenn man die 100, auf das alles auf die 100 Kilometer kommt. Sozusagen, Verbrauch misst man meist dann für gewöhnlich in Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Maps & More zeigt den Verbrauch auf 100 Kilometer direkt an. Deshalb dauert es auch, denke ich mal, einige Sekunden, dass das Wert immer wieder aktualisiert wird. Hiermit möchte ich mich ganz herzlich an einen YouTube-User danken, der mein Video angeschaut hat und dies beobachtet hat, dass die Daten so nicht korrekt sind im Diagramm. Also danke nochmals und Daumen hoch. Er hat hierzu auch ein Video veröffentlicht, wo er ähnliche Tests mit seinem Zero-Motorrad gemacht hat, was recht interessant ist. Somit kam ich auch auf die Idee, ähnliche Grafiken, ähnliche Auswertungen jetzt mit meinem E-Up-Test zu machen. Also danke nochmals. Kommen wir nun zur ersten Grafik. Hier zeige ich die elektrische Leistung. Dies sollte jetzt korrekt sein. Nicht mehr Kilowattstunden, sondern elektrische Leistung mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. 50, 70, 75, 80, 85, 90, 100 und 110. Sozusagen bei 50 im Schnitt habe ich dann 7 Kilowatt Leistung. Bei 70 circa die 10,5 Kilowatt und so weiter. Jetzt kommen wir zum Energieverbrauch. Was verbrauche ich dann bei der Geschwindigkeit Kilowattstunden auf 100 Kilometer? Hierzu kann man sich folgende Formel hernehmen. Energieverbrauch, das ist Kilowattstunden auf 100 Kilometer, ist gleich die Leistung, wie wir vorhin gesehen haben, in Kilowatt, mal 100 für die 100 Kilometer, geteilt durch die Geschwindigkeit, km/h durch Stunden.
Also den Energieverbrauch kann man auch in dem berechnen, indem man jetzt hernimmt die Leistung in Kilowatt, wie vorhin auch, durch die Geschwindigkeit. Dann habe ich den Energieverbrauch pro Kilometer und wie man darunter sieht an der Formel, den Energieverbrauch pro Kilometer mal 100, da komme ich an einen Energieverbrauch auf 100 Kilometer, was dann auch im Absenmoor und was man auch gewöhnlich dann erwähnt. Hier zur nächsten Grafik. Hier habe ich jetzt in einem Diagramm Kilowattstunden auf 100 Kilometer Batterieverbrauch in Abhängigkeit der Geschwindigkeit beim E-App dargestellt. Jetzt wird es schon etwas klarer. Und somit mit 50 Stundenkilometer verbraucht er nun nicht nur die 7 Kilowattstunden, was ich bei der letzten Auswertung gesagt habe, sondern es ist korrekt, im Schnitt sind es die 14 Kilowattstunden. Man sieht an der Grafik auch recht gut, das beste Verhältnis ist circa zwischen, wenn man 70 bis 90 Stundenkilometer fährt. Da hat man dann einen Verbrauch mit Dachkoffer, muss ich sagen, im Winter bei 4 Grad, aber ich fahre mit Eco-Modus und mit 4 Personen, davon 2 Kinder. Hat man im Verbrauch circa 15 bis maximal 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Erst ab 100 steigt dann das doch etwas höher die Kurve an. Da sieht man, dann kommt man auf 18 und auf 20 Kilowattstunden dann auf 100 Kilometer raus. Jetzt berechnen wir die Restfahrzeit bei vollem Akku. Also beim E-App, die Brutto-Batteriekapazität ist ja, wir wissen, 36,8 Kilowattstunden. Die Netto-Batteriekapazität ist 32,3 Kilowattstunden. Die Restfahrzeit, wie berechnet man die? Die Restfahrzeit in Stunden ist also die Netto-Batteriekapazität, in dem Fall die 32,3 Kilowattstunden, durch die Leistung in Kilowatt bei aktueller Geschwindigkeit. Hier brauchen wir dann wieder die Werte der Leistung. Dann berechne ich die Restfahrzeit, wandle ich klarerweise dann zum leichteren Auslesen Stunden, Minuten und Sekunden um. Dies sieht man an dieser Grafik jetzt dargestellt. Auch dies finde ich eine recht tolle Anzeige. Hier sieht man die Restfahrzeit bei vollem Akku, jetzt in dem Fall vollem, 32,3 Kilowattstunden in Abhängigkeit der Geschwindigkeit. Man sieht, wenn man jetzt ca. 50 Stundenkilometer fährt, kann man im Schnitt noch 4 Stunden und 36 Minuten so weiterfahren, bis der Akku leer ist. Klarerweise, das ist nur ein Schnitt. Bei 70 dann in 3 Stunden. Aber bei 110 Stundenkilometer kann man so nur 1,5 Stunden weiterfahren. Das heißt, wenn man jetzt auf der Autobahn unterwegs ist und da eine längere Strecke machen möchte, 200 Kilometer, 250, 300 Kilometer, dann sollte man doch fast eher, wie man hier sieht, auf die 90 Stundenkilometer nutzen. Dann könnte man die Strecke 2 Stunden und 13 Minuten durchfahren. Wenn man hingegen das Auto mit 110 Stundenkilometer fährt, jetzt in dem Fall ja klarerweise im Winter, mit Dachkoffer, 4 Personen, kann man nur 1,5 Stunden weit kommen. Und danach ist das Auto leer. Klarerweise, bei 50 Stundenkilometer schaltet sich dann ein circa bei 50 Stundenkilometer schaltet sich dann der Eco-Modus ein und dann der Eco-Plus-Modus danach. Deswegen 110 schwert man dann die letzten 10% eh nicht. Also das Optimum, wie auch vorhin gezeigt, liegt etwa zwischen 75 und 90 Stundenkilometer. Deswegen auf der Schnellstraße oder Autobahn würde ich empfehlen, zwischen 90 maximal 95 Stundenkilometer zu fahren. In dem Fall, wenn man eine längere Strecke fahren möchte und nicht sofort aufladen möchte, weil sonst kommt man nur 1,5 Stunden und da muss man sicherlich wieder vorher aufladen. Jetzt kommen wir noch zur Reichweite in Kilometern. Wie rechnet man die Reichweite in Kilometer?
Das ist die Netto-Batteriekapazität in Kilowattstunden, die 32,3, wie wir vorhin gesehen haben, durch, geteilt durch Energieverbrauch Kilowattstunden pro Kilometer. Oder, man kann es jetzt auch anders ausrechnen, wenn man den Energieverbrauch nicht pro Kilometer hat, sondern wie gewöhnlich den Kilowattverbrauch auf 100 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann ist das die korrekte Formel. Also Netto-Batteriekapazität Kilowattstunden geteilt durch Energieverbrauch Kilowattstunden auf 100 Kilometer mal die 100. Netto-Batteriekapazität Kilowattstunden ist gleich Netto-Batterieinhalt. Das wollte ich nur mal klarstellen auch. So kommen wir zu folgendem Diagramm. Berechnete Reichweite in Abhängigkeit der Geschwindigkeit beim EAP im Winter. Man sieht hier, bei 50 Stundenkilometer kann man sogar das Maximum schaffen, was mit dem EAP eigentlich möglich ist, sogar im Winter. Als Maximum wäre hier 269 Kilometer, aber das ist nur, wenn es optimale Verhältnisse sind. Im Schnitt bei meinem Test waren es dann die 230 Kilometer, aber das ist für Winter eh super, das Ergebnis. Und mit Dachkoffer, muss man sagen. Aber es muss eine gerade Strecke sein und alles Voraussetzungen müssen passen. Auch hier klarerweise, wie bei den anderen Diagrammen, optimale Werte haben wir eigentlich zwischen 70 und 90 Stundenkilometer. Da kommen wir im Winter dann auf 200 Kilometer bis 250 Kilometer Restreichweite bei vollem Akku. Und das ist nicht so schlecht. Ab 100 und 110 Kilometer sinkt klarerweise auch die Restreichweite. Da kann man nur mal ca. 180 Kilometer bzw. 160 Kilometer damit fahren. Deswegen, wie auch vorhin gesagt, wenn man ca. eine Strecke 200 Kilometer im Winter schaffen möchte, ideal wäre es dann zwischen 70 und 90 Stundenkilometer zu fahren. Ansonsten muss man halt früher zum Aufladen. Da auf diese Grafik bin ich auch in einem Sommertest dann gespannt, was da rauskommt. Okay. Jetzt mache ich einen kleinen Vergleich mit Automotorsport und WLTP-Test. Was kommt da raus? Was ist das Fazit? Auf YouTube gibt es ein interessantes Video Automotorsport, wo sie auch einen Test gemacht haben mit 5 Grad Celsius und mit Modus, aber da sind sie mit Modus normal mit 220 Grad eingestellt, also 22 Grad im Auto die Heizung eingestellt. Gefahren. Der Test wurde auch mit dem EAP gemacht, aber auch mit anderen Autos, aber unter anderem war der EAP auch dabei. Ich habe das hier in der Tabelle kurz zusammengefasst. Also beim Test bei 60 Stundenkilometer, das war 60, 80, 100 und 120 und 130 Stundenkilometer wurde er gefahren. Also bei 60 verbraucht er 14,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Bei meinem Test im Winter, also bei ähnlichen Temperaturen, ich hatte auch 4 oder 5 Grad Celsius, aber ich fuhr mit Eco und ich fuhr mit 4 Personen, davon 2 Kindern und vor allem ein Dachkoffer. Ich kam exakt auf die gleichen Werte bei 60 Stundenkilometer, also auch 14,5 Kilowattstunden. Und das erstaunt mich. Also in dem Fall würde ich sagen, die Heizung auf 22 Grad eingestellt, braucht doch relativ viel Energie. Verbraucht relativ viel Energie. In dem Fall nahezu gleich viel, wie ich mehr Energie verbrauche durch einen Dachkoffer und vier Personen im Auto. Ähnliches gilt mit 80 Stundenkilometer. Ich kam auf 15,63, sie beim Test 15,6. Auf 100 Stundenkilometer kamen sie 17,9, ich habe 18. Deswegen, die Werte sind nahezu identisch. Minimale Unterschiede nur.
Bei 110 Stundenkilometer hatte ich den Test bei mir beendet, da kam ich auf 20 Kilowattstunden. Bei 100, und deswegen die anderen Tests, 120, 130, werde ich nochmal durchführen, da bin ich auch gespannt, was da rauskommt, aber sollte, denke ich mal, Ähnliches bei mir rauskommen. Bei der Restreichweite hatten sie auch geschätzt, dann bei 120 Stundenkilometer kommen sie nur 145 Kilometer. Ich denke, das ist auch bei mir ein ähnlicher Wert. Bei meinem Test kam ich dann auf die Recht, mein Test Reichweite kam ich dann auch auf 161 Kilometer bei 110 Stundenkilometer. Also da denke ich mal, kann man stark annehmen, dass bei 120 ich auch auf die 140, 145 Kilometer dann rausgekommen wäre. Ich habe nur als Zusatz hier die Differenz zwischen den einzelnen 60, 80, 100, 110, die Kilowattstunden auf 100 Kilometer, die Differenz hier reingeschrieben, also 0,5, 1, 2,37 und 2. Man sieht hier bei der, klarerweise, es, bei zwischen 50 und 80 stieg das pro 10 Stunden ca. 0,5 Kilowattstunden der Verbrauch. Bei 80 auf 100 aber über 2 Kilowattstunden. Dies deshalb, da denke ich mal, mit einer ERP 90 Stunden ideale Verhältnisse sind, noch vorzutreffen sind. So wären da die 10er Schritte dann 1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mit Zusatzverbrauch. Übrigens, der WLTP-Verbrauch ist ja im Schnitt zwischen 12,7 und 12,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber dieser wird bei, glaube ich mal, 20 oder 22 Außentemperatur gefahren und der Schnitt ist irgendwie zwischen 50 und 60 Stundenkilometer. Also irgendwo kommt man da auf ähnliche Werte. Okay, das war nur das Update. Also ich bedanke mich nochmal bei dem YouTube-User, der mit dem Tiger, für seinen Kommentar, für seine Anregungen, sodass ich jetzt, hoffe ich mal, den Test, den letzten Test mit den verschiedenen Geschwindigkeiten, im Wintertest, jetzt korrigiert habe und korrekte Daten ausgegeben habe. Ich hoffe, das Video war für euch soweit interessant. Bitte teilt mir das auch bei den Kommentaren mit und vor allem, wenn noch Fehler vorhanden sein sollten, teilt mir auch das mit. Das werde ich gerne nochmal überarbeiten und korrigieren. Und auf Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und falls ihr den Kanal abonnieren möchtet, rechts ist das Abo-Button.